Alexandra Dally studiert im 7. Semester und steht vor ihrem Bachelorabschluss an der Akademie Mode und Design in Hamburg. Wie geht die US-Amerikanerin bei ihren Modeentwürfen vor? Und da kann man entweder das skizzieren oder man kann sich auch entweder von verschiedenen Sachen inspirieren lassen, von Bildern, von Ideen, von Konzepten. Oder es gibt auch einen Weg, von Materialien inspirieren zu lassen, dass man zuerst die Materialien kauft und hat und dann von den Materialien aus die entsprechenden Klamottenstücke entwirft. Nach dem Entwurf fängt man dann wirklich an, selbst den Klamottenstück umzusetzen. Dafür wird der Schnitt gemacht und auch dann in Originalstoff genäht. Also da haben wir auch zwei Fächer dafür, Schnittfertigung und Fertigungstechnik, die auch diese Arbeit unterstützen, dass wenn man wirklich quasi eine Schneiderin-Ausbildung am Ende hat, dass man wirklich auch selbst nähen kann und selbst Schnitt machen kann. Hier sind zwei Teile, die von meinem dritten Semester Arbeit entstanden sind. Ich habe hier meinen eigenen Stoffmuster entwickelt. Das ist hier ein Kleid, was aus meinem vierten Semester Arbeit entstanden ist. Hier habe ich wieder mein selbst entworfen und drucken lassener Stoff. Und dann von hinten hat das einen längeren, so eine Art Cape, die runterhängt.